Herzlich willkommen bei Hans Meiser. Wir wollen uns heute über einen Kollegen, sage ich mal, unterhalten, der vor etwas mehr als vor einem Jahr von uns gegangen ist. Einen Kollegen, den ich auch sehr gut kennengelernt habe im Laufe meiner Dienstzeit, erst im Hörfunk und nachher beim Fernsehen, und den ich eigentlich sehr gemocht habe und über den sehr, sehr vieles geschrieben worden ist, was sicherlich nicht alles stimmte. Und wir möchten heute ganz gerne erfahren, ob denn vielleicht das eine oder andere sich denn doch tatsächlich anders verhalten hat als das, was wir in verschiedenen Zeitungen und Zeitschriften über ihn so gelesen haben. Es sind Menschen, die wir eingeladen haben, die ihn sehr gut kennen, die mit ihm zusammen gelebt haben, die zusammen mit ihm Spaß und Freude gehabt haben, die zusammen mit ihm gearbeitet haben, die ihn ganz einfach sehr, sehr gut kennen. Roy Blechs Karriere war eine sehr steile. Ich weiß gar nicht mehr, welches sein erster großer Erfolgstitel war. Ich weiß nur, seinen ersten Schallplattenvertrag hat er einen Tag vor dem Abitur unterzeichnet. Und dann wurde es etwas stiller um ihn und sein großes Comeback feierte er dann mit einer Serie, die die Kollegen von RTL Plus gedreht haben. Ein Schloss am Wörthersee. Frau Vorena hat mich eingeladen zu ihrer Gala-Nacht zuerst. Hast du Lust mitzukommen? Und am Freitag singt sie in Verona. Ich habe schon ein Zimmer im schönsten Hotel bestellt. Und all die anderen? Christa, Anja, Ida. Das waren nur Episoden. Wenn du willst, Vorbereitungen auf dich, mein Liebste. Ja, es war wunderschön, Lenny. Ich wollte, wir könnten öfters so zusammen sein. Das werden wir auch tun? Ja, wenn dir dein Hotel Zeit lässt. Schau, im Mai, wenn Gott und der Baumeister will, ist der Umbau fertig. Ja, und dann beginnt erst der wirkliche Stress. Ein so großes Hotel rentabel zu führen, ist keine Kleinigkeit. Ich weiß. Aber wenn du mir dabei hilfst, dann werde ich das schaffen. Ja, da frage ich mich, was geht in einer Schauspielerin vor, wenn sie diese Szenen sieht, wenn sie sieht und wenn sie noch einmal quasi die Bilder sieht des Mannes, mit dem sie so eng zusammengearbeitet hat. Heute ist sie bei uns im Studio. Ich begrüße ganz herzlich Beatrix Bilgeri. Was fühlt man da? Ja, es sticht mich ein bisschen im Unterbauch, weil wir eine wahnsinnig schöne Zeit erlebt haben. Er war einer meiner tollsten Kollegen. Und es ist sofort wieder da, dieses Gefühl. Gerade als wir in Verona, das war zwei Tage vor seinem Tod, als wir dort gedreht haben. Und ich kann es bis heute eigentlich nicht glauben. Wie haben Sie denn von seinem Tod erfahren? Ich habe ungefähr 80 Anrufe von diversen deutschen Zeitungen am Anrufbeantworter gehabt, weil ich habe die Nacht vorher gedreht bei einer anderen Produktion, bin in der Früh nach Hause gekommen und habe es praktisch vom Anrufbeantworter von Journalisten gehört. Und konnten das möglicherweise auch zunächst gar nicht glauben? Nein, ne? Ich war so fassungslos, weil er so lebensfroh und so lustig war nach den Dreharbeiten und voller Elan und voller neuer Gedanken, was die Serie anbelangt, nächstes Jahr. Also ich habe ihn zum letzten Mal getroffen während einer großen Veranstaltung in Berlin und wir sind da mit dem Bus gefahren, mussten da ein Stück Weg zurücklegen gemeinsam und wir haben fürchterlich gealbert. Der konnte ja richtig albern sein. Mhm, ne? Ganz toll. Wir haben das hier auch erlebt in Verona. War eine lustige Begegnung. Wir haben am Sonntag in der Früh diese Szenen gedreht, oben auf der Burg. Und wie es in Italien ist, läuten alle Glocken und die läuten nicht nur 5 Minuten oder 10 Minuten, die haben stundenlang geläutet am Sonntag in der Früh und das war sehr schwierig für den Tonmann. Und wir warteten und warteten, die hörten unseren Dialog nicht. Und das kann sehr zermürbend sein, wenn man im Zeitdruck ist, aber Roy hat sich da so locker darüber hinweggesetzt und hat eigentlich das ganze Team bei Laune gehalten. Beatrix, es hieß ja immer, er wäre ein sehr gehetzter Mensch gewesen. Und Sie sagen jetzt, er ist sehr ruhig geblieben in dieser Zeit, als dann doch die Zeit drängte und das musste ja weitergehen, so eine Filmproduktion, da hängt ja auch wahnsinnig viel Geld dran. Mhm. War er ein gehetzter Mensch? Während den Dreharbeiten überhaupt nicht. Er hatte sich voll konzentriert auf seine Arbeit. Und nach den Dreharbeiten hat er oft Termine gehabt. Er ist also um 7 bei der Maske gewesen, wir haben gearbeitet den ganzen Tag und hat sich nachher ins Auto gesetzt und ist 1000 Kilometer irgendwohin nach Deutschland gefahren, hat dort ein Konzert, in der Nacht wieder runtergefahren und war in der Früh wieder bei der Maske. Und konnte sich auf seine Texte und seine Rolle und alles konzentrieren? Alles, ja. Weshalb ist er denn nicht geflogen?
Ich glaube, er hat wie ich Flugangst. Also er ist das meiste hat er mit dem Auto zurückgelegt. Ist er selbst gefahren? Nein, da hat man ihn geführt, ja. Das wäre dann doch zu viel gewesen. Mhm. Man sagt ja manchmal, es gibt wieder so einen Spruch, der heißt, Mann, Mädel, siehst du gut aus oder wie siehst du gut aus, sagt man auch zu Männern dann, wenn die so richtig. Und man sagt aber auch im gleichen Zug dann häufig, du siehst schlecht aus, geht's dir nicht gut? Oder man glaubt dann irgendetwas zu sehen. War bei Roy Black zu erkennen, dass er krank war, dass er so krank war, dass die Krankheit schließlich den Tod brachte? Also physisch gesehen überhaupt nicht. Er war jeden Tag wie aus dem Ei gepellt, aber dass seine Seele zerrissen war, das hat man schon gespürt. Ja. Woran? Zwischen Gerd Höllerich und Roy Black, dass er das einfach nicht in Einklang bringen konnte und darunter hat er sehr gelitten. Das haben wir gespürt. War dieser Gerd Höllerich der Mensch und Roy Black nur der Star? Roy Black, der Star, der wahnsinnig lieb war. Also da unten waren ja in Felden immer die Massen, Massen von Menschen, die Autogramme wollten von ihm. Felden haben wir das ja. Ja, und das hat er immer bereitwillig gegeben, egal ob er in Zeitdruck war oder nicht. Und Gerd Höllerich war ein anderer, einer, der philosophische Bücher gelesen hat, einer, der einmal gern Englisch singen wollte, der sich zurückziehen wollte, die Einsamkeit gelebt hat. Also diese Dinge von seinem Starkult und ein anderes Leben zu führen, die konnte er einfach nicht vereinbaren. Und das hat ihn ein bisschen zerrissen gemacht. Also aus Ihren Worten, hatten Sie vorher schon mal mit ihm zusammengearbeitet? Nee, nein, ich habe ihn erst am Schloss am Wörthersee kennengelernt. Ja. Also aus Ihren Worten klingt so ein wenig mehr als nur Stimmungen über einen Kollegen. Es klingt so ein bisschen mehr Menschlichkeit heraus. Mhm. Ich denke, das ist auch sehr schwer, wenn man so dicht zusammengearbeitet hat, dass man sich dann, Sie sagten es zu Beginn unseres Gesprächs, davon trennen kann, von solchen Menschen. Ich möchte Ihnen unseren nächsten Gast vorstellen, der nie mit Gerd Höllerich zusammengearbeitet hat, der seine Musik mochte, sicherlich auch seine Filme mochte, sicherlich auch das Schloss am Wörthersee mochte, der ein Riesenfan ist, seit 15 Jahren von Roy Black. Bei uns im Studio, Gabi Dinges. Gabi, Sie sind 39 Jahre alt. Ja. Sie sind also quasi mit Roy Black, ja, ich sag mal, aufgewachsen. Aufgewachsen, ja, genau. Können Sie sich noch an das erste Lied erinnern, das Sie so richtig so geschüttelt hat? Das war eigentlich das Du bist nicht allein. Das war eigentlich auch das erste Lied, mit dem er bekannt wurde. Das war das Lied, das wir gerade auch gehört genau, haben? Genau, ja. Was war das damals für eine Musik für Sie? War das einfach schöne Musik, bei der man so ein bisschen die Augen zumachen konnte und träumen konnte? Ja, es war Musik, bei der man träumen konnte und ich war also fasziniert davon, von Anfang an. Von dem Lied? Nein, überhaupt von der gesamten Musik, die der Roy gemacht hat, eben dieses Langsame und eben dieses zum Träumen. Es war also damals die Zeit der Beatles und es war also von der Musik her gesehen eine sehr laute Zeit. Und da war also dann plötzlich eine Stimme, die fasziniert hat, also die ganz anders war. Er hatte ja so eine ganz tiefe, volle, ja. Ich bin jetzt da kein Fachmann, aber so ein Bariton war es wohl schon fast oder zumindest eine Samtstimme. Und dann dieses Timbre, was da so durchschwang. Ja. Und das hat ja viele, viele Menschen in den Bann gezogen, nicht nur Mädchen und Frauen, auch Männer. Was hat Ihnen Roy Black gegeben eigentlich, der Mensch Roy Black? Ich kannte ihn ja eigentlich nur als Star auf der Bühne. Aber dennoch kann ich fast sagen, Roy war also ein Stück Lebensinhalt. Man hat sich also so viel mit ihm beschäftigt, die Zeitschriften gelesen, die Platten gehört. Man war immer hinterher, alle Platten zusammenzubekommen, jetzt gerade die Älteren. Und wie viele Platten haben Sie von Roy Black? Es sind ca. 50 LPs und sehr viele Singles. Was sagt denn Ihr Mann dazu, wenn bei Ihnen ständig Roy Black-Platten laufen? Also es läuft nicht ständig Roy Black, aber schon sehr viel und er ist auch da sehr eifersüchtig. Besonders wenn ich früher zu den Konzerten von Roy ging, da gab es also, bevor ich die Konzerte besuchte, oftmals einen richtigen handfesten Krach, weil ich jetzt eben zu Roy Black wollte. Er fühlte sich also da vernachlässigt und... Aber der Roy, der hat uns also dann immer entschädigt, uns Fans, wenn wir ihn gesehen haben auf der Bühne, also das war immer einmalig. Haben Sie ihn mal persönlich kennengelernt? Ich durfte einmal in die Garderobe, aber da war er ja eigentlich auch der Star praktisch nur.
Oder abgeschirmt von Managern und Garagieren, genau, ja. Und ja. Maskenbildern, weiß der Deibel, was da alles rumläuft, ja. Und so. Ja. Stargarderoben. Wie war er denn da? Da kommt auf einmal eine junge Frau an, die er noch nie vorher gesehen hat. Ich war also nicht alleine, wir waren mehrere Fans, die da rein durften. Und Roy wirkte aber irgendwie aufgeregt. Mhm. Also er hatte da vorher ein Konzert gegeben. Und ich denke, er hat irgendwie so ein bisschen den Eindruck gemacht, ich bin jetzt froh, wenn ich meine Ruhe habe. Sie haben ihm, glaube ich, auch immer Geschenke mitgebracht, ne? Ja. In den Konzerten, weil da haben wir auch ein Foto. Ja. Ja, das sollten wir uns mal angucken gemeinsam. Das sind Sie hier, ne? Ja. Wo war das? Wo haben Sie das aufgenommen? Das war also in der Nähe von Frankfurt, 1987. Das war nach einer Autogrammstunde. Und da hat er überhaupt nichts dabei gefunden, auf einmal sie in den Arm zu nehmen und freundlich, und da war wahrscheinlich auch hinterher noch freundlich und lieb. Ja, ja, nein, da habe ich also eine Stunde lang am Auto gewartet, bis er endlich kam, und dann habe ich gefragt, ob ich noch ein Foto mit ihm haben darf, und dann war er also sofort einverstanden damit. Also, wir haben noch einen Gast bei uns hier, und zwar ist es ein ehemaliger Schulkamerad, der, mit dem er so manche heiße Nacht verbracht hat. Heute sind Sie Raumfahrtingenieur und Raumfahrtwissenschaftler, Harald Günther bei uns. Herzlich willkommen, Herr Günther. Wann haben Sie Roy Black zum ersten Mal kennengelernt? Ich habe ihn kennengelernt 1955 im Gymnasium in Augsburg. Und wir sind neun Jahre. Wie alt waren Sie da? Wir waren 13. Ja. Und wir sind 9 Jahre zusammen dann bis zum Abitur gegangen. Bis zum Abitur, das heißt, Sie haben mit ihm aus lauter Freundschaft auch die berühmte Ehrenrunde gedreht. Ich habe mit ihm zusammen die berühmte Ehrenrunde gedreht, ja. Das ist ja nichts Peinliches, das ist mir ja auch mal passiert, nicht? In der Unterprima, nicht? In der 12. In der, bei uns hieß es damals 8, muss ich mal rechnen, er ist die 12. Ja, warum ja auch so. Also zum Trost für alle Eltern, deren Kinder durchsegeln, man kann trotzdem was werden. Ne? Sehst du mal. Wie war der denn so als Schüler, so als Klassenkamerad? Sie haben ja eine ganze Menge zusammen ausgebüxt, nicht? Ja, wir haben viel Spaß miteinander gehabt. Und von dem, was wir eben hier gehört haben, nämlich dem Problem, das er hatte zwischen Star und Persönlichkeit, habe ich natürlich nichts erlebt. In dieser Zeit war er ein fröhlicher, heranwachsender, junger Mann, und wir haben viel Spaß gehabt miteinander. Wir haben Partys gefeiert und... Es gibt so ein Stichwort aus dem Partykeller Ihrer Eltern: Rauchen, Trinken, Mädchen. Ja, das muss wohl so gewesen sein. Ja, wir haben viel Spaß gehabt, habe ich schon gesagt. Also, da geht aber ganz diplomatisch drüber weg. Ja gut, ich meine, die Einzelheiten liegen so weit zurück, dass da ein gewisser Glorienschein schon drüber liegt. Nein, ich finde es ja auch schön, wenn man Spaß zusammen hat. Man muss ja nicht immer alle Einzelheiten erzählen, nicht? Da könnte es ja jetzt noch Aria geben, nicht? Aber das wollen wir nicht machen. Wir unterhalten uns gleich noch ein bisschen über die Schulzeit. Wir machen einige Augenblicke Pause und dann wollen wir unseren weiteren Gast vorstellen auf der Bühne. Übrigens, wie der Zufall so spielt, noch einmal ein Schulfreund von Roy Black. Sie sind auch ein riesen Roy Black-Fan und Sie haben ein großes Album mitgebracht. Vielleicht können wir so ein paar Fotos mal ganz kurz zeigen und erklären, was das für Fotos sind. Ja, das ist zum Beispiel ein Foto, was nachts um 24 Uhr in Intercontinental in Hilton aufgenommen worden ist. Da tanzen Sie mit Roy Black? Nein, da tanze ich nicht mit Roy Black. Er hatte einen Auftritt gehabt und weil ich damals einen Fanclub geleitet hatte, bin ich also in diese Veranstaltung reingekommen und habe ihm dann einen Schall mit Monogramm überreicht. Haben die Autogrammfotos dann auch sich Autogramme geben lassen? Sie haben hier alte Filmfotos, in denen er mitspielt. Wer das zuletzt lacht, lacht am besten. Drehen Sie mal andersrum, zeigen Sie mal der Kamera, nicht mir so. Ja, ich kann das auch so sehen, um die Ecke gucken. Wo haben Sie denn die Fotos her, sagen Sie mal, die sind ja schon Vermögen wert heute. Die habe ich mir von Pörtschach am Wörthersee schicken lassen, und zwar von dem Film Onkel, sage ich jetzt einfach mal, der da ein kleines Kino hatte, und Roy Black hatte unter anderem eine kleine Ferienwohnung über diesem Kino, und diesen Mann hatte ich angeschrieben und er hat mir diese zur Verfügung gestellt. Also hier wollen wir uns das mal als letztes angucken zunächst, da ist er noch ganz, ganz jung, zusammen mit Uschi Glas und anderen in dem Film Hilfe, ich liebe Zwillinge. Haben Sie diese Filme auch alle gesehen? Ich habe sie alle 12 zu Hause. 10 im Original und 2 dazu aufgenommene. Was heißt 10 im Original? Die das heißt, Roy Black hat 12 Filme gedreht und 10 habe ich im Original und 2 habe ich vom Fernsehen aufgenommen. Ah, super. Also erstmal herzlichen Dank. Ich möchte unseren nächsten Gast...
Man denkt immer, man ist für so eine Sendung richtig gut vorbereitet und erfährt immer wieder Neues. Also, dass er 12 Filme insgesamt gedreht hatte, jetzt mal ohne das Schloss am Wörthersee, das war mir unbekannt. Und ich möchte unseren nächsten Gast, Dr. Wolfgang Pfaffenberger, begrüßen. Und ihn zunächst mal fragen, ob er diese Filme auch alle gesehen hat. Da muss ich Sie leider enttäuschen. Ich kenne die nicht. Ich habe einen gesehen aus der Wörthersee-Serie und ich war nicht so übermäßig angetan. Warum? Was hat Ihnen nicht gefallen? Das Drehbuch oder Roy Black? Nee, es ist mir etwas unangenehm, einen Klassenkameraden, den ich irgendwie, von dem ich ein anderes Bild habe, eigentlich in dieser Rolle zu sehen. Ich glaube, er ist, hat sich als Schauspieler auch nicht so wohl gefühlt. Könnte ich mir vorstellen. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass die Sprache nicht so aus ihm fließt, so offen aus ihm fließt, wie es sein sollte. Beatrix, also, hatten Sie auch diesen Eindruck? Eigentlich nicht. Er war unglaublich natürlich vor der Kamera. Habe ich den Eindruck, ja. Also Sie hatten nicht den Eindruck, dass er auswendig gelernte Texte... Gar nicht, nein. Er hat das, was er sprach, das kam wirklich von innen. Und ich glaube, das haben eben die Menschen gespürt. Was Wolfgang, Sie kennen ihn natürlich noch aus Jugendzeiten als Penela. Und Sie schreiben seit 30 Jahren Tagebuch. Unter anderem ist da auch vieles über Roy Black drin zu lesen. Und Sie haben einmal geschrieben, ich habe mir das notiert, einmal fing er mitten im Religionsunterricht an, La Paloma zu schmettern. Ja, das ist eine nette Begebenheit. Wir hatten einen Zeichenlehrer namens Siegfried Merz. Er konnte sich sehr, sehr schlecht durchsetzen. Und das ist ein Leidwesen für einen Lehrer, wenn er die Klasse nicht im Griff hat. Da sprechen Sie aus Erfahrung, Sie sind Deutsch- und Englischlehrer. Ja, da kann ich also schon aus eigener Erfahrung sprechen. Und das hat natürlich zur Folge, dass die Schüler den Spieß umdrehen und gegen den Lehrer richten. Und das war hier der Fall. Und das war also eines dieser vielen Störmanöver. Da gibt es noch mehrere Geschichten in dieser Richtung. Und plötzlich fing er eben von hinten an, ganz aus urplötzlich, ohne dass es jemand erwartet hat, das zu singen, um einfach zu testen, wie er reagiert da vorne, nicht? Und er reagierte selbstverständlich hilflos. Und die Hilflosigkeit hat sich dann im Laufe der Zeit gesteigert. Vielleicht kann ich die eine Geschichte anhängen. Es lief dann bei einigen anderen Lehrern auch so, bei dem Musiklehrer zum Beispiel, der konnte sich auch nicht so recht wehren. Und der Harry und der Gerd und noch einige andere, die waren da also besonders Drahtzieher. Mir hat dann tatsächlich der Merz leid getan eines Tages. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt spreche ich den Gerd daraufhin mal an. Kann ich das noch sagen? Ja, sicher, bitte. Ja. Dafür sind Sie ja hier. Und den Moment allerdings, wo ich ihn alleine getroffen habe, der war nicht so leicht zu finden, denn er war natürlich immer von einem gewissen Schwarm umgeben. Also irgendwo eine gewisse Aura war damals schon da. Dann habe ich ihn also im Hof angesprochen und habe gesagt, Gerd, ich finde das nicht gut, dass ihr die Lehrer permanent fertig macht. Und das war dann eine ganz eigenartige Reaktion seinerseits. Er hat einen Moment lang gezögert, dann hat er zu brüllen begonnen, also sehr brutal und aggressiv reagiert. Also wütend? Total wütend. Ja. Hat gesagt, es gehe mich nichts an, ich solle mich mit meinem eigenen Dreck beschäftigen. Er hat auf dem Absatz kehrt gemacht und ist gegangen. Das war also eine sehr starke Reaktion. Ja, aber das zeigt doch eigentlich, dass er schon einer war, der eigentlich auch in gewisser Weise wusste, was er wollte. Der wollte halt da so ein bisschen aufmischen, die Klasse und die Lehrer, und ließ sich da auch nicht reinreden. Das war natürlich ein berechtigtes Moment, aber ich hatte halt auch ein bisschen, auch mal das Bedürfnis, jemanden in Schutz zu nehmen, einen kurzen Moment. Wussten Sie damals schon, dass Sie auch Lehrer werden würden? Nein, das wusste ich damals noch nicht. Sie unterrichten jetzt die 6. Klasse des Gymnasiums in Wörtingen. Wörtingen. Ja. Und Sie haben mit Ihren Schülern über Roy Black gesprochen. Ja, wir haben voriges Jahr einen Anlass gehabt. Das hat mich ein Schüler gefragt. Irgendwo hat er das rausbekommen, dass ich ein Klassenkamerad bin. Und dann hat er mich gefragt. Und auf die Weise ist es in die Klasse gekommen. Da sind auch einige Roy Black Fans dabei. Und auch die Eltern zum Teil. Und dann haben wir uns sehr lang und eingehend darüber unterhalten. Und das war ein sehr schönes Gespräch mit den Schülern. Denn die haben dann auch gerade diese tieferen psychologischen Fragen, die wir Erwachsenen auch diskutieren, haben die dann auch aufgeworfen. Auf ihre kindliche Art und Weise. Haben Sie da auch Schallplatten, Musik von ihm gespielt? Oder vielleicht einen Film gezeigt von ihm auf Video? Eine Schülerin hatte einen Film, den haben wir uns angesehen. Und wie stehen die jungen Kids heute zu dem großen alten Roy Black, zu dem Megastar? Er war ja ein Megastar im deutschen Showbusiness. Ja, da ist schon eine Faszination vorhanden, aber es ist vielleicht die ganze Aura drumherum spielt auch eine große Rolle.
Ich glaube, das mischt sich irgendwie. Das sieht man also nicht so kritisch, wie wir das als Erwachsene sehen. Kinder haben da ein anderes Sortiersystem. Wir haben nochmal Gäste eingeladen, die für Roy Black so etwas waren wie, ja, wie sagt man da, wie Zieheltern, wie Pflegeeltern, wie... Sie waren weitaus mehr als nur Freunde oder weitaus mehr als nur gute Bekannte. Sie waren so etwas fast wie seine Eltern. Herzlich willkommen bei uns beide zusammen, Martha Weiler und Franz Weiler. Ich habe da gerade nach Worten gesucht. Was waren Sie für Roy Black? Nein, wenn man so sagen darf, wir haben ihm halt überall geholfen, wenn es war. Er war damals im ziemlichen Tiefstand. Ja, und hat sich uns anvertraut. Hat er denn, er hatte ja sehr wohl, wie man heute weiß, sehr viele Probleme. Er hat man damals erkennt diese Probleme als Außenstehender immer erst, ja, wenn... Damals war halt auch die Scheidung und so weiter und so fort. Die Trennung von seinem Sohn, den er sehr geliebt hat. Von Thorsten, ne? Ja. Mhm. Also, wenn der Thorsten glaubt, der hat ihn nicht geliebt, dann muss ich es beneinen, der hat ihn sehr geliebt. Martha, hat er denn mit Thorsten immer noch Verbindung gehabt hinterher, oder? Ja, freilich. Wie die Silke weggezogen ist nach Hamburg, da habe ich vorher ein paar Wochen gehabt mit Thorsten, bis der Umzug geregelt war, hat sie mich gebeten, ob ich nicht bei mir, aber nicht bei mir sein darf. Und wie er das erfahren hat, dass er nach Hamburg zieht, dann hat er gesagt, warum tut sie mir das an? Also er hat seinen Vater schon noch geliebt, ne? Ja. Hat denn jemals jemand gesagt, dass da dieser Faden, dieses Band zwischen Vater und Sohn zerschnitten war? Erst neulich im Fernsehen ist gekommen. Thorsten haben wir gehört, aber ich kann das nicht glauben. Also er hat immer von Thorsten gesprochen und hat ihn auch geholt in Urlaub. Hat auch die erste Zeit, hat er ja jede Woche am Wochenende runterfahren dürfen. Mhm. Von Hamburg. Von Hamburg nach. Und dann hat ihm die Silke gesagt, das kostet ihr zu viel. Es wird zu teuer. Hat es der Roy nicht selbst bezahlt? Dann hat der Roy gesagt, er übernimmt die Kosten. Und dann hat mich die Silke eben angerufen und hat gesagt, Herr Weiler, verstehen Sie das, wenn er nicht immer kommt, er darf nur noch in den Ferien, weil er muss sich ja in Hamburg eingewöhnen. Das dafür muss man eigentlich schon fast Verständnis haben. Ne? Ja, das habe ich auch voll, weil der Bub, der hat sich so gefreut, wenn er zu uns dürfen hat. Haben Sie mit ihm heute noch Kontakt? Nein. Er hat uns voriges Jahr noch mal besucht, Weihnachten. Wenn der Roy Black abends nach Hause kam, war der für Sie dann eigentlich Roy Black? Das ist so fast dieselbe Frage, die ich vorhin an die Beatrix gestellt habe. Oder war er Gerd Höllerich? Nein, er war schon der Gerd Höllerich. Er war der Mensch. So dann und wann, wenn er direkt vom Auftritt gekommen ist, dann hat er noch gestrahlt. Erzählen Sie mal, wie war das? Hat er da die Schuhe ausgezogen, sich Puschen angezogen oder ist er auf Strümpfen gelaufen? Oder? Daheim ja. Aber wenn er zu uns gekommen ist vom Auftritt, da ist er noch so gekommen, wie er auf der Bühne war. Und wahrscheinlich ziemlich kaputt, nicht? Müde, abgearbeitet, ist manchmal ja harte Arbeit auf der Bühne. Wenn er hat ja oft ziemliche Strecken gefahren, selber mit dem Auto gefahren. Ja. Da war er oft schon fertig, total fertig. Das hat Beatrix vorhin auch gesagt. Ja, und trotzdem konnte er hinterher noch arbeiten, nicht? Ja, dass man, wenn man ihm was angeboten hätte, dann hat er gesagt, nein, lasst mich heim, ich muss schlafen. Bin total fertig. Wie kam denn der Kontakt zu Ihnen und Roy Black zustande? Das war ganz einfach. Ich habe einen Freund, Jagdkollegen, der Herr Wüst, und bei dem hat er ja gewohnt. Er hat nicht, wie es immer heißt, bei uns gewohnt. Wir haben ungefähr so gute 150 Meter daneben gewohnt. Und da habe ich ihm, meinen Kollegen, meinem Freund, die Decke raufmachen helfen. Und zwar eine Holzdecke. Und Roy Black musste damals unbedingt eine Wohnung haben und ist halt ein paar Tage zu früh gekommen. Und da haben wir am Abend um 23 Uhr, haben wir immer noch die Decke genagelt und gewerkelt, mein Sohn und eben der Wüst und ich. Und dann ist Roy Black gekommen. Sagst du das bloß, der hat einen Hammer und Nagel in der Hand? Nein, das nicht. Der hat das wäre nicht schwer schön gewesen. Ja, das hat er zwar schon gemacht, seine Bilder aufgehängt. Die hat er oft nur aufhängen müssen, weil sie ihm dann wieder nicht mehr gefallen haben. Dann hat das wieder da hin müssen und das da hin. Und so weiter und so fort. Hat immer die Bilder verhängt. Oder? Ja, ja, bis es halt passt hat. Und es war auch so. Und da war es 23 Uhr, wie gesagt. Man sagt, jetzt hört es aber auf. So in einem Tag muss das auch nicht sein. Jetzt trinkt man noch eine Flasche Wein miteinander und dann haben wir ihn kennengelernt.
Und dann hat er Probleme gehabt, weil er ihm wunderbare Vorhänge gehabt hat. Und dann sagt er, ich hätte so schöne Vorhänge da rein, aber die sind zu lang. Sag ich, das ist eigentlich kein Problem. Ich habe eine Frau, die ist eine Ehre. Und dann habe ich meine Frau angerufen und gesagt, bring noch eine Flasche Wein mit, weil zu sechst eine Flasche Wein ist ein bisschen wenig. Das geht nicht, das ist zu wenig, ne? Das funktioniert. Und dann ist meine Frau gekommen und hat gesagt, ja, selbstverständlich, Herr Röbleck, ich helfe Ihnen da, wir machen das auf. Dann hat sie genäht und hat es aufgemacht. Und da haben wir uns eben so, und dann ist er immer zu uns gekommen. Also und wenn er sich irgendwo vorgestellt hat, weil offenbar ist auch bei uns Besuch gekommen, dann hat er immer gesagt, ich bin der Älteste. Also er hat sich quasi als Ihr Sohn ausgegeben. Ja, ja, es ist halt so, weil er war bei uns wie zu Hause. Ja, er hat es wohl sehr genossen, dieses private Leben. Jetzt möchte ich nochmal seine Kollegin fragen, mit der er zusammen gedreht hat. Wie war er denn nach Drehschluss eigentlich? Dann sitzt man ja schon mal zusammen im Kollegenkreis, man isst eine Kleinigkeit. Jeder erzählt aus seinem reichhaltigen Erfahrungsschatz, was ist dir passiert, was mir passiert, vor der Kamera und hinter der Kamera. War er auch so einer, der so offen dann erzählt hat, aus seinem zumindest beruflichen Leben? Ja, es war nicht oft der Fall, dass wir nach Dreharbeiten zusammen waren, weil das sehr erschöpfend ist und er hat auch 5-6 Monate gedreht und diese Konzerttourneen dazwischen. Nachdem die Klappe gefallen war, ging er sehr oft in sein Haus in Velden. Aber wenn wir zusammengesessen sind, das war eine Stimmungslage bei ihm. Das eine Mal war er unglaublich aufgedreht und aufgebaut und hat die ganze Gesellschaft unterhalten. Und dann hat es wieder Tage gegeben, an denen er sehr verschlossen war, gezweifelt hat, in sich gekehrt war. Haben Sie ihn mal so erlebt, auch so, so wütend, wie der Wolfgang das gerade geschildert hat? Nein, so wütend habe ich ihn nie erlebt, nein. Das heißt, er hat sich dann also doch so im beruflichen Kreise sehr mal zusammengerissen und hat nie nach außen dringen lassen, was in ihm vorgeht. Also, sobald es hieß Action, war ein derartiger Profi und hat alles zurückgesteckt und hat sich nur auf seine Arbeit konzentriert. Wolfgang, in der Schulzeit, wie war er denn da unter den Schulkollegen, unter den Klassenkameraden anerkannt? Ein anderer Klassenkamerad von mir, Otto Wagner, der hat ihn bezeichnet als den schönsten Jungen Augsburgs. Und ich glaube, da hat Wagner den Nagel auf den Kopf getroffen. Einige andere hatten vielleicht ein bisschen Probleme. Ich habe mit ihm des Öfteren mal die Klingen gekreuzt. Aber das sind so Rivalitäten, die einfach so aus der Zeit rauskommen. Einige Klassenkameraden waren sehr begeistert von ihm und er war auch begeisterungsfähig. Ich finde, er war witzig, er war spritzig und ich muss einfach sagen, die Episoden, die sich also im Unterricht ergeben haben, die sind fantastisch. Diese Witzigkeit zum Beispiel im Lateinunterricht. Eines Tages hat der alte Herr Steigner mal Eigenschaftswörter gesucht mit fer am Ende, die sind im Lateinischen bedeuten, die alle tragen, etwas tragen. Also zum Beispiel frugifer heißt fruchttragend oder armifer heißt waffentragend. Und dann schaut Herr Steigner in die Runde rein zu uns und sagt, wer weiß jetzt nun weitere Wörter mit fer am Ende? Schweigen im Walde zunächst mal, dann meldet sich hinten der Höllerich und sagt, Jungfer, die kann auch noch was tragen. Harald, da muss ich Sie gleich fragen. Ich glaube, Sie sind der Roy Black am längsten von uns allen kennt oder gekannt hat. Hat er sich denn eigentlich so im Verlaufe Ihres Zusammenseins vom 13. Lebensjahr bis dann später zum Abitur und weiter, hat er sich da irgendwie verändert? Er hat begonnen Musik zu machen und er wurde dann ziemlich bekannt zunächst mal. Hat er sich mit diesem Bekanntwerden verändert? Also aus meiner Sicht nicht. Er ist natürlich geblieben und vor allem er hat sich unglaublich gefreut über den ersten Erfolg, die ersten Erfolge. Das war ja ein ganz steiler Anstieg und das hat ihn nicht verändert aus meiner Sicht. Nun ist es ja so, ich weiß es noch aus meiner Schulzeit, ich denke viele unserer Zuschauer werden sich daran auch erinnern, wenn irgendeiner aus der Klasse irgendetwas macht, was so aus der Klassennorm abweicht, dann wird er sehr häufig und sehr schnell als eitel hingestellt, als eingebildet hingestellt, als arrogant hingestellt. Wie hat denn die Klasse damals von Roy Black auf seine ersten Erfolge reagiert? Gab es da Neider? Ja, das muss man differenziert betrachten. Ich habe schon erwähnt, also leider wird es jetzt öffentlich, dass wir gemeinsam eine Ehrenrunde gedreht haben und wir waren damals vier Leute, der Cheese, der Bergmanns-Peter, der Blackie und ich. Und wir waren damit ein Jahr älter als die anderen und so hat sich das verschieden dargestellt für uns, die wir uns kannten, und für die anderen, für die wir neu waren. Und
Also ich würde mal sagen, der war wie wir. Wir haben zusammen Musik gemacht damals. Aber Sie ein klein wenig andere Musik als der Roy, ne? Ja, vor allem das ist so, wenn ich heute erzähle, ich habe mit dem Roy Black Musik, was mit dem Roy Black tun? Dann sage ich, nein, er mit uns. Wieso? Und ja, wir waren ein halbes Jahr früher dran mit der Bandgründung und wir haben auch einen ganz anderen Stil gemacht. Wir haben damals Dixieland gespielt und das hat überhaupt nicht harmoniert. Und trotzdem hat es immer wieder eine Gelegenheit gegeben, wo man miteinander wirklich ein bisschen Musik gespielt hat. Und später war ich auch einer seiner Fans, das muss ich schon zugeben. Denn er hat damals Dinge gesungen, zu denen er wirklich gestanden hat. Er hat das gesungen, was damals in war. Ja, Sie meinen jetzt vom Rhythmus her oder? Ja, also es war. Vom Text her? Vom Text her. Es war die damals aktuelle Musik aus dem englischsprachigen Raum. Hat er die auf Englisch gesungen oder übersetzt? Die hat auf Englisch gesungen, natürlich. Konnte er gut Englisch? Er konnte das gute Schulenglisch, das wir alle können. Ich meine, das Tragische ist ja, herzlichen Dank zunächst mal, das Tragische ist ja, dass da ein ganz großer Star in Deutschland ist, der Riesenerfolge hat, der Millionen von Schallplatten verkauft hat, sicherlich auch gut Geld verdient hat, dass der im Ausland eigentlich nie so richtig erfolgreich war. In England zum Beispiel war Roy Black meines Wissens nach nie in den Charts. Und man fragt sich dann, warum funktioniert das nicht? Und man fragt sich auch, warum wird einer da nicht auch einer der ganz Großen? Und da möchte ich jemanden fragen, der bei einer Zeitschrift arbeitet. Wir wollen den Titel der Jugendzeitschrift nicht nennen. Sie zählt zu den Größten in Deutschland. Aber bravo, dass Sie zu uns gekommen sind, Herr Tillack. Warum hat der Roy Black im Ausland nie mal so den richtig großen Knaller gehabt? Ja, der Roy war ja in England drüben und er hat sich da drüben selber ein bisschen was verbaut. Es hätte auch wahrscheinlich drüben geklappt. Er hatte ja Kontakt zum Brian Epstein, das war ja der Manager von den Beatles. Und da hat er irgendwie da nicht so funktioniert, wie die das da drüben gerne gehabt hätten. Und da hat er sich, glaube ich, schon nach meiner Meinung nach ein bisschen was kaputt gemacht gehabt. Meinen Sie denn, dass er zum Beispiel auch in Frankreich, er hat ja sehr romantische Titel gesungen. Und wenn ich an Gilles Bécaud denke oder auch an andere französische Sänger, die haben ja auch sehr romantische, sehr weiche Lieder gesungen. Ich könnte mir vorstellen, dass er auch in Frankreich hätte einen Hit landen können, aber da war er auch nie, nicht? Das ist richtig, aber früher war es ja so, es gab ja viele deutsche Sänger, die erst übers Ausland zu uns gekommen sind. Und irgendwie hat es beim Roy da nicht ganz so funktioniert. Vielleicht lag es auch damals an den Managern, die ihn gemanagt haben. Aber die letzten 15 Jahre hat er ja immer den gleichen gehabt und er hat sich ja nicht sehr rührend um den Roy gekümmert. Aber irgendwo hat er das einfach nicht hingehauen. Wissen Sie eigentlich, wie häufig Roy Black bei Ihrer Zeitschrift auf dem Titel war? Wir haben den Roy Black 28 Mal auf dem Titel gehabt. Das ist eine schöne, das ist also wirklich eine Leistung und er hat ja auch einige Auszeichnungen von uns bekommen. Und wir haben ja auch als erstes, nachdem er bekannt wurde, haben wir natürlich auch das gemacht, wo die Kids heute noch draufstehen. Wir haben Roy Black in Lebensgröße veröffentlicht und da konnte man schön schnipseln und es ist heute direkt eine Rarität. Ich weiß, ich bekomme immer sehr viel Post. Gibt es denn diesen Starschnitt noch? Das ist leider nicht mehr möglich und viele sagen immer, Menschenskinder, kommt, das könnt ihr doch abfotokopieren. Das geht aber nicht, denn das ist so viel Arbeit. Das so ist auch technisch nicht machbar. Kopierautomaten gibt es gar nicht. Herzlichen Dank zunächst mal. Also er hat nicht nur von Zeitschriftenpreise bekommen, er hat auch mehrfach den Goldenen Löwen von RTL bekommen. Wir melden uns in wenigen Augenblicken wieder. Ich habe zu Beginn gesagt, er hat Millionen von Menschen begeistert mit seiner Musik, als er dann Filme machte, auch mit seinen Filmen und als er Fernsehen machte, auch im Fernsehen. Und es scheint fast so, wenn man die letzten Nachrichten hört, als würde seine Fangemeinde nach seinem Tod nicht abnehmen, sondern würde sie zunehmen. Und wir haben hier viele Roy Black-Freunde im Publikum und ich möchte mal Sie fragen, Sie tragen ein Roy Black-T-Shirt. Was war er für Sie? Was hat er für Sie bedeutet? Tja, was soll ich sagen? Also die Musik hat mich sehr fasziniert. Das ist einfach so einfühlsam gewesen, ich konnte es mitfühlen. Sie sind ja nun noch sehr, sehr jung weitaus jünger als die mit Roy Black eigentlich aufgewachsen sind, so wie ich zum Beispiel. Sie haben ihn also erst spät kennengelernt. Kennen Sie auch seine allerersten Schallplatten? Jetzt im Nachhinein sicher, ich kenne sie. Die Titel kenne ich fast alle. Was heißt im Nachhinein? Haben Sie sich ja, ich habe nachträglich gesammelt. Also schon immer mal auch als Kind gehört und dann langsam Fan geworden und sammeln tue ich eigentlich seit 3 Jahren. Haben Sie mit ihm mal Kontakt gehabt in irgendeiner Form? Ich habe ihn letztes Jahr in Velden am Wörthersee getroffen, als ein Werbespot gedreht wurde für die Sendung.
Schloss am Wörthersee, ja. Und da habe ich ihn selbst auch bei fotografieren können. Und ich habe ein Autogramm von ihm bekommen, das ist der Kontakt, den ich hatte mit ihm. Wie ist er denn, wenn man, oder wie war er denn, wenn man zu ihm hinkam und sagte, kann ich bitte auch ein Autogramm haben, wie war er da? Sehr zuvorkommend, ich habe ihn damals regelrecht zurückgerufen, er war schon auf dem Weg zurück ins Büro und ich habe dann nochmal gerufen, ich sage Herr Black, und ich hatte eine Karte von RTL in einer Hand und Kugelschreiber und dann kam er nochmal zurück und unterschrieb meine Karte und dann kamen noch mehr Fans. Und dann sagte er, Kinder, im Büro gibt es Karten von mir und geht doch dahin. Aber er hat noch einige Karten unterschrieben. Dann. Und Sie haben Original? Ich habe ein Original Autogramm, ja. Jetzt möchte ich Sie mal fragen, ob Sie denn zumindest mit seiner schauspielerischen Leistung im Schloss am Wörthersee zufrieden waren. Doch, muss ich sagen. Also mich hat er schon überzeugt, dass das frei von Ihnen herauskam. Also nicht so sehr geschauspielert, wie man das sonst von Schauspielern manchmal kennt oder erkennt. Dass man meint, das ist sehr geziert. Also ich habe ihm das abgenommen, dass das ihm Spaß gemacht hat. Also ich denke, es ist auch ganz schwierig, Dankeschön, ganz schwierig zu begreifen, ob da jetzt einer gut spielt oder schlecht spielt, ob einer ein guter Künstler ist oder ein schlechter Künstler ist. Was ist überhaupt ein schlechter Künstler? Ich denke, wenn einer Künstler ist, dann gibt er wirklich alles, was in ihm steckt. Gabi, Ihr Mann, Sie haben vorhin gesagt, der wurde immer eifersüchtig, wenn Sie an Konzerte gingen. Ja. Als die Nachricht, ich weiß nicht, wie haben Sie es erfahren, dass er gestorben ist? Ich war bei der Arbeit und eine Verwandte rief mich an und sagte, hast du schon gehört, dass der Roy gestorben ist? Durchs Telefon also? Durchs Telefon, ja. Wie hat denn Ihr Mann damals reagiert? Mein Mann, der kam abends nach Hause und hatte mir eine Zeitschrift mitgebracht, auf der also schon die Schlagzeilen standen, Roy Black tot aufgefunden. Und er sagte, hast du das gehört, dass der Roy tot ist? Und ihm liefen also die Tränen runter. Und er sagte, er war doch noch so jung und ich habe ihn doch auch gemocht. Da hat er zum ersten Mal zugegeben, ja, dass er ihn auch gemocht hat. Ja. Hat sich denn sein Verhalten jetzt im Nachhinein zu ihm verändert? Denn Sie standen ja so ein bisschen eigentlich so vom Gefühl her nur, ja, zwischen zwei Männern. Auf der einen Seite Roy Black, ja, auf der anderen Seite Ihr Mann. Ja. Hat sich dieses Verhältnis... Ja, schon mal dadurch, dass ich ja nun nicht mehr die Möglichkeit habe, die Konzerte zu besuchen, also dass ich eben zu Hause bleibe. Aber ich habe also jetzt nach dem Tod sehr viele Brieffreundschaften eingegangen. Und da ist er dann auch immer ein bisschen eifersüchtig, dass ich eben für andere Leute oftmals mehr Zeit aufbringe als für ihn. Heißt das, dass Sie in diesen Brieffreundschaften sich auch über Roy Black schriftlich, ja, unterhalten? Ja. Wie viele Brieffreundschaften mit dem Thema Roy Black haben Sie denn? Über 20. Und Sie unterhalten sich dann schriftlich nur über Roy, ja, Black? Ja. Gibt es da nicht irgendwann mal den Punkt, wo man alles weiß von ihm? Nein, also irgendwie ist es auch gegenseitig ein Trost, wenn man weiß, dass andere genauso leiden wie man selbst und dass man das irgendwie in den Briefen danach ausdrücken kann. Wolfgang, haben Sie denn Roy Black später nochmal getroffen oder vielleicht auch häufiger getroffen? Nein, es war einmal noch ein Klassentreffen, etwa 65 muss das gewesen sein, privat bei einem der Schulfreunde. Und da ging es an dem Abend dann natürlich nur um ein Thema. Das kann man sich in etwa vorstellen. Und ich habe ihn dann viel später in seiner tiefsten Krise oder einer seiner Krisen etwa 75 nochmals getroffen, zufällig hier in Köln, weil wir Freunde besucht haben und waren dann abends in einem Lokal. Und da saß er mit einigen Managern wohl am anderen Tisch. Er kam dann rüber, war enorm fröhlich und irgendwo aufgeschlossen mir gegenüber, hat mich begrüßt und hat mir seine Telefonnummer gegeben und mich gebeten, ihn mal anzurufen. Aber ich habe mir dann eben gedacht, naja gut, das ist vielleicht so eine Geste. Und ich habe ihn nie angerufen, heute bereue ich das vielleicht. Ja. Das tut dann weh, nicht? Man, naja, man vielleicht hätte er den Anruf gebraucht, aber auf der anderen Seite will man sich ja auch nicht anbieten. Was soll ich da anrufen? Nicht, das habe ich mir damals gedacht. Das ist nicht ernst gemeint. Nicht, ja. Ja, vielleicht sollte man häufiger mal seine eigenen Ängste zurückstellen, wenn so ein, vielleicht war es ja so ein verstecktes Zeichen in irgendeiner Form. Martha und Franz, gab es denn bei Ihnen Hinweise darauf, dass er, Sie sagten vorhin, dass es schon ein Problem war, die Scheidung mit Silke, und ich denke, das ist bei ganz normalen anderen Menschen auch ein Riesenproblem, wenn zwei Menschen, die sich einst geliebt haben, auseinandergehen, aber hat er sich bei Ihnen auch, ich sage es mal wirklich nicht negativ, sondern ich meine es so, wie ich es sage, ausgeweint, so richtig, konnte er richtig traurig sein? Ja. Von allen Dingen, wenn er über seinen Sohn gesprochen hat, hat er schon wirkliche Tränen in den Augen gehabt. Jetzt weiß ich nicht, war es Wolfgang oder war das Harald? Muss ich mal fragen, er hatte ja offenbar ab und zu Probleme mit Frauen, das muss man einfach so sehen. Und das weiß man auch, und darüber hat er sich auch geäußert, aber zum ersten Mal so richtig traurig über eine zerbrochene Freundschaft, ich glaube, das haben Sie sehr eng miterlebt, nicht? Ja, das habe ich, das ist vielleicht ein bisschen indiskret, wenn man das jetzt so erzählt.
Aber, und er hat, ich weiß nicht, ob man sagen kann, er hat Probleme mit Frauen gehabt. Das ist natürlich so ein Zitat, was ich auch wieder aus Zeitungen habe. Ein Mann, der so aussieht, wie er ausgesehen hat und wie man ihn von den Bildern kennt, hat da sicher keine Probleme, Bekanntschaften zu schließen. Und das Führen einer Beziehung ist dann wieder was ganz anderes. Und das muss jeder junge Mensch lernen. Und das hat er mit Sicherheit in einer ganz wesentlichen Beziehung gelernt, mit einer jungen Dame, damals Tänzerin am Stadttheater in Augsburg. Die hieß Vivian. Er war eine Klasse, ich glaube in der Abiturklasse oder ein Jahr vorher, also eigentlich noch ein bisschen zu jung für die Beziehung. Und die war sehr intensiv von beiden sicher geführt. Und die hat ihn sicherlich sehr nach vorne gebracht. Und das hat ihn natürlich dann auch entsprechend zu schaffen gemacht, als es dann zu Ende ging. Und ich kann mich daran erinnern, dass er da also wirklich Tränen vergossen hat. Also er hat sich, ich meine, wir waren sehr eng befreundet und er hat sich natürlich bei seinen Freunden ausgeweint. Also ich denke auch, das ist überhaupt keine Schande, wenn ein Mann weint. Das hat mal ein sehr berühmter Mann gesagt, Männer, die weinen, die haben noch Gefühle. Und wir hören immer wieder, dass er eben sehr enge Gefühle zu vielen Menschen hatten. Harald, herzlichen Dank zunächst mal. Ich habe noch einen Gast bei uns, der mit Roy Black sehr viel gemein hat. Und ich sage das jetzt mal ohne, ich will nicht uncharmant sein oder unverschämt, aber sie gehört einer Generation an, der man eigentlich gar nicht zutraut, dass sie so ein Roy Black-Fan sein kann. Und ich freue mich, dass sie hier ist, Gisela Borchek. Also, Sie sind nicht böse, wenn ich das sage, nicht? Aber die Gisela ist Oberlehrerin gewesen an einer Realschule. Und wenn ich sage, bitte? An einer Hauptschule. An einer realen Hauptschule also. Und sie ist inzwischen pensioniert. Und damit weiß jeder, dass Sie nicht zu den Teens gehören und nicht zu den Twins gehören. Aber Sie sind ein riesen Roy Black-Fan. Wie haben Sie denn den Weg zu ihm gefunden? Ja, wie eigentlich? Ich meine, ich habe ihn immer gemocht und habe immer seine Filme angeschaut und seine Lieder gehört. Aber so richtig ist es eigentlich erst nach seinem Tod geworden. Das ist das Eigentümliche. Ich habe ihn nie kennengelernt. Und doch will ich ihn eigentlich kennen. Wie gut kennen Sie ihn? Ja, wie gut kenne ich ihn? Also ich habe mich sehr viel mit ihm beschäftigt, jetzt im letzten Jahr besonders. Und ich glaube zu wissen, über den Gerd, vielleicht mehr als über den Roy. Also Sie meinen, Sie wissen mehr über den privaten Menschen? Weil ich mir einbilde, dass wir einiges gemeinsam haben, sei es schon mal der Beruf. Er hat nicht das werden wollen, was er geworden ist, ich auch nicht. Aber er hat sein Bestes gegeben und sein Letztes gegeben für das, was er dann getan hat. Ob ich das von ihm behaupten kann, das weiß ich nicht. Und irgendwie ist da so eine kleine Wesensverwandtschaft schon da. Sie tragen eine Goldkette? Ja, die habe ich mir dann bestellt. Man darf ja nicht sagen, woher. Im Laden? Und, nein, ich habe sie extra anfertigen lassen nach einer Fotografie von ihm und habe damals zur Bedingung gemacht, ich möchte den strahlenden drauf haben, also vor allen Dingen seine Augen, die haben uns von Anfang an angetan, diese strahlenden, blauen, klaren Augen. Und das ist da auch ganz gut drauf gelungen. Ich weiß nicht, die Kamera kann das wahrscheinlich das kann jetzt man gar nicht. Nein, das kann man gar nicht, weil nur das hier der Lichteinfall. Der Lichteinfall lässt das ein bisschen jetzt auch zu sehr glänzen. Ja, und viele, die das sehen, die fragen, was ist denn da drauf? Und je nachdem, man kennt ja die Menschen, wie sie reagieren, reagiere ich dann eben auch hier und sage, schaut halt hin, dann seht ihr das. Roy Black. Ja. Herzlichen Dank. Martha, lassen Sie uns doch mal so ein bisschen drüber reden, was Roy Black eigentlich mochte. Was hat er zum Beispiel gerne gegessen? An und für sich alles. Er war kein Feinschmecker, nicht? Oh ja, manchmal. Speerrips hat er sehr gern ming. Dann Fische hat er auch gern ming. Und Schweinesülze. Also so deftige bayerische Hausmannskost. Ja, so in die Teller, so Schweinesülze. Da sind wir einmal, da wollte er unbedingt welche haben. Da sind wir von Wirtschaft zu Wirtschaft gefahren und nirgends haben wir was gekriegt. Letztlich, wenn man Hunger hat. Man kriegt nicht, was schmeckt. Damals haben wir nichts gekriegt, haben wir verschiedene Wirtschaften
gekannt, was sowas an und für sich geben müsste, aber haben wir Pech gehabt und dann habe ich halt selber dann mal welche gemacht. Er war ja ein leidenschaftlicher Angler. Ja. Hat er eigentlich die Fische auch selbst gegessen, die er geangelt hat? Ja, ja, die haben wir schon selber gegessen. Ja. Haben Sie mit ihm mal gemeinsam geangelt? Ja, ja, ich bin auch Fischer, nicht bloß Jäger. Und wie ist der so, wenn man da am Wasser sitzt? Na, das ist eine Beruhigung. Das ist auch für den Roy Black eine Beruhigung gewesen. Da kann man sich schön abspannen im Wasser. Schaut man rein, ob der Stöpsel schon bald runtergeht oder nicht. Und da kann man so richtig abspannen. Und sich beruhigen. Ja. Das hat er ja gebraucht bei seinem anstrengenden Beruf. Ja, Reisen, immer Auftritte, er musste immer gut aussehen, er musste immer gut drauf sein. Peter Bischoff ist noch bei uns, sein Fotograf. Und wenn ich sage sein Fotograf, gibt es wohl selten einen, der ihn so gut kannte, wie Sie ihn kannten. Wir haben auch ein Foto von Ihnen, wie Sie zusammen mit ihm gerade irgendwo, wo war das eigentlich damals, auf einem Schiff war das oder wo waren Sie da unterwegs mit ihm? Da waren wir auf einer Mittelmeerkreuzfahrt, das war so das ziemlich erste Mal, wo ich eigentlich mit Roy unterwegs war, so mein erster Kontakt zum Showgeschäft. Und Roy war eigentlich von Anfang an ungeheuer liebenswert, auch zwar jemand, den er nicht gut kannte, von dem er nicht wusste, na, was wird er nun auch schreiben. Aber ich habe das Gefühl, bei der ganzen Diskussion heute, ein Punkt ist, auch wenn es den Fans vielleicht wehtut, ein bisschen zu kurz gekommen, nämlich Roy hatte ein großes Problem. Er hat sich und seine eigene Musik nicht geliebt. Und das ist sein größtes Problem gewesen. Deswegen war immer der Zwiespalt zum Gerd Höllerich. Ja, wie kann denn einer so Musik so herrlich singen und darbringen, interpretieren, wenn er sie selbst nicht liebt? Also vielleicht hat er sie am Anfang geliebt, nur das, was dann die Presse und die Öffentlichkeit daraus gemacht hat. Roy Black war ja, wir müssen wirklich auch mal sagen, in einer Zeit wurde er von Zeitschriften eben als der Schnulzenheini schlechthin gebrandmarkt und das hat ihm unheimlich wehgetan. Weil er nie gelernt hat, mit Kritik zu leben wahrscheinlich. Ja, das war ja keine Kritik, das waren einfach schon, ich sag mal, doch böse Dinge, die man ihm einfach so als Markenzeichen aufgeklebt hat. Ich bin zum Beispiel in den ganzen Roy Black Wörthersee-Filmen, wenn wir abends nach Drehschluss in die Disco gegangen sind und da glaubte ein Diskjockey ihm einen ganz großen Gefallen tun zu können, indem er eine Roy-Platte auflegte, dann ging er raus. Oder es musste vorher schon jemand reinkommen und sagen, Roy Black kommt, aber bitte leg keine Platte auf. Weil er sich für seine eigene Musik eigentlich geschämt hat, weil die Leute damals eben auf Englisch Rock'n'Roll gestanden haben. Und das ist eigentlich ein Zwiespalt, ich glaube, mit dem er viel zu tun hatte. Was man eigentlich gar nicht verstehen kann, wenn einer so viel Erfolg hat mit so viel Musik, die er macht und so vielen Titeln, dass der dann seine eigene Musik nicht mag. Ob es andere Musik gab, die er besser mochte, vielleicht kann uns der Peter das auch noch gleich sagen in wenigen Augenblicken. Und kleine. Ja, da möchte ich die Frage mal an Peter richten jetzt. Welche Musik hat er denn wirklich gemocht im stillen Kämmerlein? Also Roy hat eben die Musik gemocht, die alle jungen Leute damals mochten, nämlich Englisch, Rock'n'Roll und Beatles. Und er hätte eigentlich sowas am liebsten gesungen und hätte damit Erfolg gehabt. Und warum hat er es nicht gemacht? Ich glaube, das war einfach natürlich auch sein Umfeld, sein Produzent. Die haben gemerkt, mit diesen, sag ich mal, Liedern hatte er Erfolg. Und warum soll man eine erfolgreiche Sache ändern? Und Roy hat ja am Anfang auch, ich sag mal, den kommerziellen Erfolg unheimlich genossen. Wenn man also mit 20 und ist schon Millionär, das hat ihm schon Spaß gemacht. Nur irgendwann hat es ihn auch gelangweilt, weil es gab keine Steigerung mehr für ihn. Und jeden Tag Sahnekuchen, das war nichts, ne? Nein, weil Roy hat dann auch immer gesucht und fing auch sehr früh an, eigentlich, sag mal, den ganzen Sinn des Lebens, wo andere Leute erst mit 50 anfangen zu hinterfragen, da hat er sich eigentlich schon in der Zeit mit beschäftigt. Und das war sicherlich eine Sache, die ihm sehr zu schaffen gemacht hat. Nicht, dass er Musik hatte, die Erfolg hatte, aber von der er wusste, er würde lieber etwas anderes singen. Also wenn Sie mich fragen, und im Augenblick hören wir wieder ein paar Takte Roy Black, ich mache seine Musik heute immer noch. Ich mache sie auch. Wir haben versucht, über Roy Black das eine oder andere herauszufinden und ich glaube, dass unsere Gäste, jeder aus seinem Blickwinkel, doch nicht nur einiges, sondern viel dazu beigetragen hat, das zu erfahren, was wir bislang über Roy Black noch nicht wussten. Das war Hans Meiser für heute, morgen wieder um 16 Uhr. Und unser Thema wird dann sein, ein Thema, das vielleicht viele Eltern interessieren wird, die hier auch bei uns im Studio sind, Kinder, die für Papa siegen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Montag, auf Wiederschauen, bis morgen. Mein Dame, du bist nicht allein.